Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiki-Stammtisch. Heute ist der dritte Tag der Wikimania, der jährlichen Wikipedia-Konferenz. Und ich sitze hier mit Gerion Kalkuhl und Siko van Dijk. Mein Name ist Sebastian Waroth. Alle drei haben was mit Wikipedia und anderen Projekten zu tun. Wir haben gestern schon miteinander gesprochen, vorgestern. Was war denn heute so los? Ja, heute fing es viel früher an. Ich kann mir vorstellen, dass die sozusagen die ganze Welt teilnehmen lassen, die unterschiedlichen Zeitzonen berücksichtigen. Am ersten Tag war es eher so von 12 bis 8. Am zweiten Tag für mich von 16 Uhr bis 0 Uhr. Und heute von 9 bis 13 Uhr. Recht früh alles. Und fing gleich schon chaotisch an, weil die Wikimedia Foundation um 6.07 Uhr morgens postete, dass eine Veranstaltung, die um 6 Uhr morgens ist, auf 12 Uhr verlegt wird. Da war ich schon sehr verwirrt. Ich habe mir dann auf jeden Fall den Bericht von Wikimedia Australien angeguckt. Ganz, ganz tolle Projekte aus allen Teilen Australiens. Dann hatte ich versucht, mir das Wikipedia Education Programm anzugucken. Hat leider nicht geklappt wegen technischer Probleme. Dann Towards a More Environmentally Sustainable Wikimedia Movement. Habe ich auch das meiste nicht mitbekommen wegen technischer Probleme. Und How to Fight Without Anything But Facts ist ausgefallen. Das war mein Wikimania-Tag. Mhm. Oh ja, ich hatte auch einen Wikimania-Tag und ja, die unterschiedlichen Zeiten an den Tagen, das ist ja einerseits sehr sinnvoll, aber es ist sowieso sehr verwirrend für mich jedenfalls mit diesen Zeitzonen, dass man immer umdenken muss, wann ist denn was. Und wenn jetzt Deutsche sich untereinander verabreden, dass sie dann natürlich dann ganz einfach die mitteleuropäische Sommerzeit verwenden. Also das ist für mich schon sehr tricky, muss ich gestehen. Ich durfte heute zu dieser Sitzung, an der Gerion nicht ganz teilnehmen konnte. Das war die von der EduWiki User Group. Da bin ich zufällig im Vorstand. Und ja, die anderen Vorstandsmitglieder hatten vorher schon etwas Vorfabriziertes eingeschickt. Kurze Beiträge, wo sie dann ihre Arbeit vorgestellt haben. Ich habe das nicht getan. Einerseits, weil ich sie nicht mehr geschafft habe. Ich hatte noch andere Sachen vorzubereiten, andere Videos. Und andererseits dachte ich auch, ach, wenn ich da live bin, sind wir auch in einer Gruppe und mehrere, also zumindest Philipp, ein Kollege von mir war noch da, da dachte ich, es ist auch schöner, wenn ich das einfach so vortrage, also wenn ich 5 Minuten dann eben das Smartphone ansetze und das so mache. Bei den anderen Videos, das waren Lightning Talks für 10 Minuten, da habe ich mir gedacht, das kann man auch viel besser vorbereiten, aber da wollte ich das schon live machen, da habe ich gesprochen über die Anstrengungen bei Kinderwikis, also was man auch vielleicht im Primarschulbereich machen kann an edukativen Projekten. Und andererseits, ja, ich möchte so eine Sache anleiern, das wird vielleicht im nächsten Jahr etwas. Ich möchte gerne eine Diskussion in der Wikimedia-Bewegung darüber, was sind unsere ethischen Vorstellungen, wenn es um Wikipedia und Unterricht geht. Also was für Verhalten wir erwarten haben, und zwar bei Problemen, die wirklich mit Wikis zu tun haben. Und da werde ich mal sehen, was da angeleiert werden kann. Das ist tatsächlich unglücklich mit diesem Remo-Format, dass man da jetzt nicht wirklich Zwiesprache haben kann, dass also die Leute entweder sich nicht einwählen können oder nicht was sagen können oder nicht wollen. Und da war dann die Fragerunde auch ein bisschen spärlich, aber ich denke, wir haben die Zeit gut gefüllt. Das Wichtigste ist natürlich, dass man die User Group, also den Anschlussverband, vorstellt und es möglich macht, dann Kontakt aufzunehmen. Das kann man natürlich, das Soziale und das direkte Unterhalten kann man nachher am Tisch, wenn man sich in einem Haus trifft, wo es freie Tische gibt und gerade keine Besprechung ist. Das wird auch immer angekündigt in Veranstaltungen, wo man sich danach noch trifft. Nur ist das Programm so, dass man danach meist in einem anderen Talk ist und gar nicht hin kann. Ich habe dann kurz mal danach vorbeigeschaut in der Gruppe und fand dieses Beispiel von Galda aus Spanien oder Baskenland oder baskisches Sender, von den 5- bis 7-Jährigen, ganz toll. Der hatte erzählt, dass er sich die Frage gestellt hat, ob man mit 5- bis 7-Jährigen schon, ob die schon zu einer Enzyklopädie beitragen können.
Und hatte erst gedacht, na, das geht ja gar nicht, ne? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und ist dann in Grundschule oder Vorschule gegangen und hat gesagt, so, wir hätten gern ein schönes Foto von dieser Stadt. Was meint ihr denn, von welcher Stelle aus man das schönste Foto machen kann? Und dann haben die sich, die 5- bis 7-Jährigen, wirklich wochenlang Gedanken gemacht. Jeden Freitag 2 Stunden haben sie sich hingesetzt und diskutiert, wo der beste Platz ist, wo man ein Foto machen kann. Und dann kam leider Corona, aber als dann wieder fotografiert werden konnte, sind die Kinder auch tatsächlich dahin gepilgert, haben dann zusammen ein Foto gemacht. Das haben sie dann auch verwendet und die Kinder waren ganz stolz. Das Foto war ziemlich Schrott, aber macht ja nichts. Die konnten auf jeden Fall das 5- bis 7-Jährige schon zu Wikipedia beitragen. So fand ich eine schöne Sache. Ja, nun, es gibt ja alternative Konzepte oder sich ergänzende Konzepte und das ist immer die Frage, ist das jetzt ein Wiki, das für die Kinder da ist, um etwas zu lernen beim Machen, oder ist es ein Wiki, von dem man möchte, dass Leser was davon haben und dementsprechend würde man sich dann die Aktivitäten auswählen. Das fand ich auch ein sehr schönes Beispiel in der Tat, was man da machen kann, wenn das Ziel ist des Wikis ist, ne? Die Basken haben das ja ganz lustig gemacht, also die haben das nicht darauf gewartet, dass ihnen die Wikimedia Foundation ein eigenes Wiki dafür einrichtet, sondern die haben innerhalb der ganz normalen baskischen Wikipedia einen Bereich eingerichtet, wo dann eine Kinderenzyklopädie stattfindet. Finde ich sehr pfiffig. Machen übrigens auch die Alemannen. Die haben da ein Wörterbuch eingerichtet. Also ich finde das sehr kreative Arten umzugehen mit dem, was man hat und was die Foundation normalerweise erlaubt. Wie ist das bei deinem Klexikon? Läuft das eigentlich auch auf der Wiki-Software? Ja, es ist dieselbe MediaWiki-Software. Wir haben eine etwas andere Oberfläche. Die haben wir jetzt in diesem Jahr erneuert, war auch nicht ganz billig. Und da ist der Visual Editor dann eingeführt worden und die Dankenfunktion und andere schöne Sachen. Und für mich persönlich wäre das nicht so nützlich gewesen, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich wichtig, dass die Oberfläche so einer Website ein bisschen moderner aussieht. Und das gefällt mir schon ganz gut. Ja, und der Galder, den kenne ich noch aus dem Baskenland von 2019 von der Konferenz. Und ja, da habe ich dann eben gesehen, er und andere in anderen Ländern, die haben da ganz unterschiedliche Konzepte. Und das ist dann nicht immer so ganz miteinander zu reimen, aber ich würde es eher als Ergänzungen sehen, ne? Brauche ich eine Plattform, mit der ich zur Schule gehen kann, dass die Kinder was dort machen können? Oder möchte ich eine Plattform, die dann eine gute Enzyklopädie mit einiger Qualität ergibt? Zur Erklärung, 2019 war in San Sebastian die Wiki Education Konferenz oder wie Galder sagen würde, in Dostia. Das wäre dann San Ja. Sebastian auf Euskera, auf Baskisch. Ach, ich hätte mir dann Oder Euskadi, ne, Euskera. ja, ich hätte mir die Verkehrsverbindung da nach San Sebastian dann rausgesucht und dann dachte ich, ach so, das findet in Donostia statt. Muss ich noch Oder weiter? Ist ja nervig. Donostia, ja. Ja. Ja, und das war so mein letztes Treffen, internationales Treffen vor der Pandemie. Und jetzt ist die Wikimania so ein bisschen so die Weiterführung von dem, was brachgelegen hat. Und ja, es ist schon eine sehr komische Wikimania, man kann es nicht anders sagen. Erzähl doch mal von deinem Wikimania-Tag, Sebastian. Sehr gerne. Ich habe wieder eher die technischen Sachen mir angeschaut. Erzähl aber erstmal von, du hattest gestern auch bei irgendwas das Besondere, Weird-Sachen. Da ging es um seltsame Sachen, die in der japanischen Wikipedia passiert sind. Da war ein wichtiger, honoriger Mann, der einen schweren Unfall gebaut hat mit mehreren Toten, was weder in dem Artikel über den Unfall erwähnt wird, da wird sein Name nicht erwähnt, noch in seinem persönlichen Artikel. In der englischen Wikipedia steht es aber drin, so als wichtige Nachricht oder wichtiger Fakt zu der Person. Und das wurde auch so durchgedrückt, dass das so ist. Und insgesamt haben die ein schwieriges Verhältnis, zum Beispiel wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht und die Kriegsschuld der Japaner. Das ist hart umstritten. Das war interessant, dass das jemand so aufgearbeitet hat.
technisch. Gibt es jetzt endlich ein Tool, was automatisch Texte aus Bildern ausliest? Ein OCR-Tool, eine Oberfläche, wo man ein Foto, was auf Commons liegt, angibt. Und dann, wenn man zum Beispiel ein Denkmal fotografiert hat, auf dem Text steht, kann man versuchen, ob das Tool das auslesen kann. Da ist dann ein Tesseract dahinter oder eine Google-Schrifterkennung. Das funktioniert mehr oder weniger gut. Also manchmal, wenn man die einen sehr guten Text hat, also sehr gut fotografiert, funktioniert sehr gut. Dann etliche Tools, die auf Wikidata aufbauen, weil das ist klar, da kann man gut drauf zugreifen. Unter anderem ein Tool, was Familienstammbäume mit Hilfe von Wikidata baut. Also wenn man da Friedrich Schiller eingibt, weiß man plötzlich, dass der einen Sohn und eine Tochter hatte, wenige geheiratet haben. So, das muss man halt nur in Wikidata einpflegen, damit es dann auch da sichtbar wird. Ein anderes Tool zeigt die nächsten Wahlen in Europa oder glaube sogar weltweit an, die irgendwo passieren, auch auf Wikidata aufbauend. Dann Entity Explosion ist eine Firefox oder Chrome Erweiterung, erscheint rechts oben ein kleines Icon, und wenn er auf einer der mehreren tausend Webseiten ist, mehreren hundert Webseiten ist, die es unterstützt, unter anderem Spotify beispielsweise, dann wird dieses Icon rot und dann, wenn man da draufklickt, holt es alle Daten aus Wikidata raus und man hat dann plötzlich Anzeigen, wie der Twitter-Account heißt, wann geboren, und man kann auch hinzufügen, also wenn da noch auf der Seite was steht, es wird auch markiert, was noch fehlt, und das kann man dann in Wikidata nachtragen, was es auch dann leichter macht, wieder beizutragen. Und noch ein Was hatte ich noch gesehen? Was hat mich noch beeindruckt? Nee, das muss jetzt reichen. Verdammt. Es ist wirklich viel, was auch heute auf mich eingeströmt sind. Ja, und ich habe mich auch mal an so Tische gesetzt und hallo, wer bist denn so gesagt, und auch mich wirklich nett unterhalten mit ein paar Leuten. Ja, prima. Ja, Wikidata, da kann man so viele Sachen mitmachen, wenn dann eben die Daten einigermaßen vollständig sind in der Datenbank. Also bei einer Enzyklopädie finde ich, wenn da mal manche Artikel fehlen, dann fehlen die halt. Aber die übrigen Artikel, die funktionieren ganz gut. Aber ja, wenn ich irgendwie etwas herausfinden will über die nächsten Wahlen und da sind einige einfach nicht eingegeben, dann hat das Ganze dann irgendwann doch weniger Sinn. Das ist so ein bisschen das Dilemma. Ja, Siko, wo ich dich mal in der Stuppe habe, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, ne? Ja. Erzähl mal darüber, ich weiß da so richtig gar nicht. Ich habe mir den noch nicht angeschaut. Eigentlich habe ich zwei Kanäle. Ich habe einen für Deutschland und die Niederlande unter meinem Namen Siko van Dijk. Der hat jetzt über 1000 Abonnenten. Das ist so nach 2 Jahren in einem Nischenthema doch ganz nett. Das ist der Wahnsinn, ja. Es ist, ja, man denkt natürlich, Deutschland, Niederlande, so viele Millionen Leute besuchen das Nachbarland, aber die brauchen ja nicht unbedingt einen Kanal, wo dann steht, welche Regeln gelten, wenn man einen Hund in den Niederlanden besitzen will? Oder Autofahren schon eher, ne? Wie schnell darf man jetzt fahren? Es geht um Vergleich Leben in Niederlanden. Es kann Vergleiche sein, oder wenn ich mal an einem interessanten Ort bin, dann mache ich dann ein Video wie über Schrockland, die Insel, die jetzt keine Insel mehr ist, und andere Sachen. Und der andere Kanal, der heißt Wikis Verstehen, so ähnlich wie mein Buch, das ihr jetzt mal hochhalten könnte, wenn es nicht zu weit vom Rechner liegen würde. Und Wikis Verstehen habe ich eingerichtet in erster Linie, um das Buch erstmal vorzustellen. Aber dann wird es auch meine Rumpelkiste sein für allerlei andere Themen, die mit der Wikipedia oder anderen Wikis zu tun hat. Und es muss jetzt nicht übertrieben wissenschaftlich sein, soll aber ein bisschen substanziell sein. Und da habe ich zum Beispiel letztlich über Plagiate gesprochen. Das ist ja ein allgemeines Thema, aber wir hatten das Thema Plagiate wegen einer gewissen Kanzlerkandidatin dann extra nochmal in der Wikipedia. Und da muss ich nochmal genau schauen, was die beste Richtung für diesen Kanal wäre, welches wäre die Zielgruppe dafür, ne? Und da habe ich jetzt noch ganz wenige Abonnenten, weil ich in den letzten Monaten eben viele andere Sachen gemacht habe, zum Beispiel die Wikimania vorbereiten. Zico, ich hatte dich ja begleitet bei Erstellung eines Videos für YouTube über die Wuppertaler Schwebebahn. Ach ja. Wie ist das eigentlich angenommen worden? Da müsst ihr jetzt mal schauen, aber generell, also das ist interessant, diese Videos, für die ich auch relativ viel mache, auch schneiden muss hinterher, die laufen gar nicht so besonders gut. Und ich könnte mir vorstellen, das hat damit zu tun, weil es da eben professionelle Dokumentationen vom niederländischen Fernsehen gibt,
weiß jetzt nicht über die Schwebebahnen, aber das ist ein Kuriosum, wenn man jetzt nach Wuppertal fährt, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Niederländer jedes Jahr in Wuppertal sind. Was sehr gut läuft, das sind die Zungenbrecher oder sagt man Niederlande oder Holland. Und ich glaube, wenn ich jetzt meine Reihe über niederländische Schimpfwörter nochmal beginne, dann wird das sicherlich ein Renner. Und es gibt so manche Themen, die haben auch mit der Wikipedia zu tun. Und die würde ich gerne da auch mal, ich weiß nicht, in welchem Kanal einbringen würde. Also über die niederländische Wikipedia gibt es eine ganz lustige Sache. Wisst ihr, wie Nordrhein-Westfalen auf Niederländisch heißt? Nordrhein-Westfalen, so wie man sich das vorstellen kann, etwas anders geschrieben und ausgesprochen, also mit IJ bei dem Rhein. Aber in der niederländischsprachigen Wikipedia hatten die ganz lange Zeit Rheinland-Westfalen. Und warum war das so? Die haben nachgeguckt bei der Taluni. Das ist der staatliche Verein, der sich um Sprache kümmert und auch um ja, Exonyme, wie benenne ich andere Länder und Regionen auf Niederländisch. Ja, und da hatten die sich von der Taluni Rheinland-Westfalen ausgedacht. Und seitdem das in der Wikipedia so stand, sind auch die Google-Ergebnisse ganz anders geworden, nämlich zugunsten von Rheinland-Westfalen. Da habe ich mir mal die Mühe gemacht, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen von der Taluni, und die haben mir das dann erklärt und hinterher gesagt, ja, wir haben noch mal drüber gesprochen, wir ändern das wieder zu Nordrhein-Westfalen. Und gut, wir haben jetzt in der niederländischsprachigen Wikipedia sowieso geändert. Also das sind lustige Sachen, wo es auch mit der niederländischsprachigen Wikipedia etwas über die Wikipedia auf Niederländisch erzählen gibt. Und da weiß ich noch nicht, auf welchem Kanal ich das dann besprechen möchte. Sowieso mit Namen, ne? Das ist schon so ein eigenes Ding. Belarus. Vor 3 Jahren gab es schon mal Diskussionen, den Artikel Weißrussland in Belarus umzubenennen. Jetzt im Zuge der Umwandlung in eine Diktatur setzt sich das immer mehr durch als Bezeichnung. Ja, Eigenname Timor-Leste anstatt Ost-Timor. Wir hatten mal das war noch vor der Wiki-Eule, da gab es den Erasmus-Preis. Nee, was war das für ein Preis? War auf jeden Fall ein Wiki-Preis, der an J. Patrick Fischer ging. Und der konnte nicht, und anstatt dessen kam der timor-lestische Konsul in Deutschland. Und ich hatte eine Lobrede gehalten und habe ihm die vorher gezeigt, und er meinte, ja, alles super, nur eins ändern, nicht Osttimor, sondern Timor-Leste. Das ist nun mal die offizielle Bezeichnung. Ja. Die wollen auch keine andere haben. Wobei beide Bezeichnungen eigentlich, glaube ich, Quatsch sind, weil Timor sowieso die östliche Insel heißt, dann wäre es Ost-Ost. Und Leste ist auch Ost in Portugiesisch. Aber der J.P. Fischer, ja, J.P., ja, der Jan Patrick, der sieht das anders, der sagt immer Osttimor, glaube ich, oder? Der muss sich an dem halten, was in der Wikipedia gegeben ist. Was der wirklich persönlich sagt, weiß ich nicht. Naja, der hat jedenfalls, ich glaube, im Lexikon hat er einen Artikel geschrieben über das Land, und ich erinnere mich, glaube ich, müsste jetzt mal nachschauen, war das nicht doch Osttimor? Ja, wenn ich ihn nächstes Mal sehe, werde ich nochmal darauf ansprechen. Da gibt es wirklich ganz viele Fälle. Solche Namen, die sind halt nicht nur Schall und Rauch. Also West-Berlin schreibe ich das mit Bindestrich oder als ein Wort zusammen. Lauter solche Sachen. Und da kann man in der Wikipedia dann auch schon so sein blaues Wunder erleben, wie etwas genannt werden soll. Ja, ich erinnere mich dann auch an, na, das lasse ich mal lieber. Aber auch so, wir haben hier über Olympische Spiele gesprochen, warum die 2020 heißen, auch wenn sie 2021 stattfinden. Also allein schon diese, wie heißt das? NK ist die Abkürzung, ne? Namenskonventionen. Also was das für ein Wust an Regeln ist, aber eben nicht, weil die Wikipedia-Leute so regelverliebt sind, sondern weil die Realität so schwierig ist und weil es so viele Regeln auch sonst in der Welt gibt. Und auch bei diesem Stammtisch musste ich mich korrigieren. Ich hatte das in meinem Kalender als Wiki-Stammtisch ohne das kapitale Binnen-S Ja, geschrieben und da dachte bin ich mir, selber immer nicht ganz sicher, wie ich es jetzt gerade es schreiben geht soll. ja gar nicht. Und eigentlich ist das Wiki-Stammtisch mit einem großen S drin. Ein Ach ja. Wort. Aber apropos seltsame Momente, heute war so eine Gesprächsrunde und eine Frau sagte, sie ist aus Ghana, und dann fragte der sie gefragt hatte, aus welcher Stadt denn? Und dann war so ein bisschen Schweigen, große Überraschung, dass jemand mit dieser doch ziemlich großflächigen Ortsbezeichnung Ghana
noch nicht zufrieden ist und sagt seinen Stadtnamen, und dann kannte er die, weil er schon mal in Ghana war. Ja, in den USA setzt man voraus, dass Chicago und San Francisco, das so man das weiß, aber es gibt große Länder, wo man keine Stadt kennt. Das war für mich auch damals der Ja. Anlass, über Mumbai den Artikel stark auszubauen, weil ich dachte, in Indien gibt es so viele Millionen Städte, die noch nicht mal einen richtigen Artikel in der Deutschsprache in der Wikipedia haben. Na, da ich 2018 in Ghana war, hätte ich das dann auch gefragt. Ja, Amerikaner stellen sich dann immer gern mit ihrem Bundesstaat vor, als wenn sie das dann schon voraussetzen können. Ich muss mir dann immer verkneifen, wenn jemand aus Georgia kommt, das ist dann ja kaukasisch, ne? Dann ist man ja Kaukasier. In Georgien liegt der im So. Kaukasus, aber das verkneife ich mir, das sage ich dann nicht. Was mir gut gefallen hat, war dann zum einen heute wieder kochen, früh, und abends die Glam-Tour, die virtuelle Glam-Tour in Westaustralien, als sie in so einem Heim für verletzte Wildtiere waren. Das war ja wieder Niedlichkeitsüberladung, weil so ein Wombat ist halt total niedlich, oder ein Pelikanküken ist auch so entzückend. Ja, also. War das Kochen heute Morgen afrikanisch? Ich habe da nur ganz kurz reingeschaut. Fleisch gefüllt mit getrüffelten Kartoffelpüree. Ja, afrikanisch mit französischen Einflüssen, so wurde es, glaube ich, angekündigt. Okay. Ja, das ist auch so eine Sache, dass Länder sich auf einer Wikimania vorstellen, ne? Auch sonst war es früher immer so, auch dass dann Wikimedia Deutschland oder andere Chapter dann ihren Stand da, ich weiß nicht, bestellt haben oder gekauft haben. Muss man da was für und ja, das ist dann schon einerseits sehr interessant, wer da vorbeikommt, aber wenn man dann wirklich stundenlang da sitzt dann und auch nicht zum Programm gehen kann, dann fragt man sich auch, was das soll. Ja, wie haben die das hier gelöst? Ich glaube, es gibt auch Länder, die hier eigene Tische haben, nicht wahr? Das ist so in Gebäude 1, hat jedes einzelne Chapter und jede Gruppe hat ihren eigenen Tisch, so wie im Chapter Village man das sonst auch von Wikimania hat. Wenn du aber nicht in der ersten Etage bist, hast du schon ziemlich verloren. Also ich glaube, Wikimedia Deutschland ist auf Etage 2 oder 4, Tisch zweite von links, aber ich habe da noch nie jemand gesehen, der da sitzt. Sonst hätte ich schon mal eine Frage gehabt, wann denn endlich die Hoteladresse für die Wikicon in Erfurt kommt, damit ich meinen Zug buchen kann. Aber da ist nie jemand leider. Also ist genau wie auf einer Wikimania, gibt Chapter Village über mehrere Etagen und jede Entity hat da ihren Tisch. Ja, man flaniert da auch nicht so. Und es ist jetzt ein bisschen sehr überdimensioniert zum Teil, um sich dann da zurechtzufinden. Was ich auch immer schwierig finde, ist, wenn nach einer Sitzung dann kurz noch angegeben wird, dann eine Diskussion oder ihr könnt euch über das Thema weiter austauschen und dann kommt quasi die Adresse und dann ist dann also erst, glaube ich, der Tisch, dann der Floor, also die Etage und dann Nee. das Building. Und ich würde es mir eigentlich andersrum aufschreiben. Ich kann es mir aber auch schlecht merken, weil es so schnell vorbeikommt. Die sagen immer, das ist auch, ist, alles steht im Etherpad. Die Adresse zum Ah ja. Etherpad wird aber nur jeweils am Anfang des Vortrags einmal kurz eingeblendet. Das heißt, entweder hat man die direkt aufgeklickt, dass die im zweiten Fenster ist, oder man muss halt zurückscrollen, bevor der Bildschirm verschwindet, der in Sekundenschnelle um Punkt. Nochmal 13:30 Uhr, 0 Sekunden ist der ganze Chat und alles weg. Und dann muss man halt zurückscrollen und das Etherpad finden. Und da ist auch der Ort drin, das Haus und der Tisch und die Etage, wo man sich danach treffen kann. Okay. Es ist irgendwie ein Treffen des Scrollens und des Klickens und Seite zurückgehen. Also wenn ich zum Beispiel mir das Programm anschaue, dann klicke ich auf einen Beitrag. Okay, habe einen Eindruck, was das ist, aber wenn ich jetzt dann auf den Raum klicken will, wo der stattfindet, muss ich wieder zurückgehen und dann scrollen nach oben, wo dann der Link zu Raum 6 oder Raum 5 steht oder so Ja, etwas. und wenn es in einem anderen Haus ist, muss ich dich ja auch nochmal die immer neu einloggen. Ich habe extra beim Support nachgefragt und ja, wenn man in so einem Vortrag ist, kann man nicht höflich irgendwie rausgehen. Man muss die gesamte Konferenz verlassen.
und dann wieder reinzugehen in ein Haus. Und wenn in dem Haus gerade ein Vortrag läuft, dann ist man in dem Vortrag drin. Man kann sich nicht irgendwo am Tisch setzen und unterhalten. Es ist holprig mit dieser Software. Ich hoffe, dass das Ja. beim nächsten Mal besser klappt. Dafür gibt es ja extra Haus 6, was die Unconference genannt haben, wo nie ein Vortrag stattfindet. Das heißt, da kannst du immer einen Tisch finden. Ja, und da hätte man dann auch sonst alle Treffen dann am besten machen sollen. Meine Platz genug hat man ja. Ja, ich habe noch so lauter, also wenn wir schon ein bisschen meckern über die Software, sagen wir mal, unser geteiltes Leid ist ja doppeltes Leid. Ich fand es schon ein bisschen befremdlich. Ich musste mich für diesen Gruppenvortrag von der EduWiki einwählen bei Smart Yard oder so ähnlich. Dann wurde ich dann in Empfang genommen von den Technikern. Und gleichzeitig musste ich dann aber dann auch diese Remo-Sache öffnen. Und bei manchen Leuten ist dann der Rechner auch gleich abgestürzt. Ich hatte da Glück. Und dann, ich konnte aber nicht gleichzeitig den Ton anmachen. Das wäre auch sehr seltsam gewesen, denn das, was ich in StreamYard gesagt habe, das ist dann in Remo dann gezeigt worden, aber mit einer Verzögerung von etwa 8 Sekunden habe ich mal gezählt. Also wenn ich so eine Bewegung gemacht habe, dann ist das erst 8 Sekunden später sichtbar geworden. Ich glaube aber, die Stimme war einigermaßen synchron, also nicht mehr mit meinen Lippen. Also ich weiß nicht, ob das nur bei mir war. Es ist nicht sehr ideal. Also Aber das kann man nicht das empfehlen. war nur bei dir, weil für die Zusehenden warst du synchron. Okay, oh ja, okay. Ja, das ist so eine seltsame Sache und ja, irgendwie ganz komisch. Ich hatte noch einen Vortrag heute vorher. Oder nee, da hatte ich das aufgezeichnet, ein Lightning Talk über, wie man aus kleinen Wiki-Ressourcen dennoch etwas macht. Das geht über das Lexikon und die Erfahrung, wie wir vorschlagen, liebe Leute, wenn ihr wenig Mitmacher habt und ihr habt ein kleines Wiki, dann solltet ihr euch am besten einigen, worüber ihr denn schreiben wollt, dass ihr nicht alles Mögliche zulasst, sondern dass ihr euch darauf konzentriert, wo ihr eure Energien hineinstecken wollt. Und das waren 10 Minuten, die ich vorher aufgezeichnet habe. Kam, glaube ich, auch ganz gut an. Aber ja, da habe ich mich dann aus Gewohnheit dann bei Smart Yard angemeldet. Da gab es eine Verwirrung, hatte ich denn jetzt etwas vorher aufgezeichnetes oder wollte ich jetzt live sprechen? Und das war eine etwas unangenehme Situation. Aber die Leute in Remo haben, glaube ich, gar nichts davon gemerkt, obwohl unten bei mir stand, Achtung, Sie sind jetzt live. Alles kann gesehen und gehört werden, was nicht der Fall ist. Also lauter solche Signale, wo bin ich jetzt eigentlich dran? Wo bin ich jetzt gerade drin? Das könnte noch wesentlich besser gemacht werden. Habt ihr da andere Erfahrungen mit ähnlichen Konferenzsoftwares, die besser funktionieren? Ich würde sagen, ich glaube, wir haben unseren Punkt klar gemacht. So. Da muss noch dran geschraubt werden an der Software. Es gibt sicher andere Software, der andere funktionieren. Auch, dass man sich andere Sprachtracks. Ich habe das heute endlich hingekriegt. Anders als in der Anleitung. In Google Chrome kann man nämlich rechtsklicken oben auf den Tab und den einzelnen Tab ausschalten. Weil ich hatte immer das Original und gleichzeitig die Übersetzung, also simultan Dolmetschen. Und dann hat es geklappt. Also ich habe mir dann diese Sache, die Glemmtour durch Westaustralien, eben übersetzen lassen, weil bestimmte Tiernamen haben mir nichts gesagt. So, und dann, da war nämlich auch noch ein Uhu, ein kleiner, auch war der süß. Gut, ich freue mich auf morgen, letzter Tag der Online-Wikimania. Ich bin. Ja, auch spät, ne? 16 Uhr, last day opening. Genau, kann ich also morgen ausschlafen und dann nochmal richtig lange machen, bevor ich dann wieder arbeiten gehe. Genau, und Das dann heißt, ich gehe von meinem Bett 2 Meter zu meinem Schreibtisch und arbeite da. um 17 Uhr dann der Klassiker, The Future of Wikimania, die Zukunft der Wikimania. Die haben auch einen eigenen Tisch und diskutieren das schon seit 3 Tagen, aber das ist ein Muss auf jeder Wikimania, über die zukünftigen Wikimanias, wo es so einige Stimmen gibt, die sagen jetzt, das sollten wir immer virtuell machen, dann können auch alle teilnehmen und das ist viel angenehmer, auch für sagen wir mal, die Leute, die nicht so gern unter Leuten sind, ist das auch sehr angenehm, die im bestimmten Spektrum sind. Und es gibt natürlich welche, die sagen, nein, auf keinen Fall nur persönlich treffen. Dann gibt es die Leute, die sagen, nur noch alle 4 Jahre ist ja viel zu teuer und viel zu viel. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, so wie ich, nein, muss jedes Jahr. Naja. Ich Allein habe die Reisekosten, für ja. morgen 21 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit den letzten
Slot angesetzt. Jetzt haben wir noch eine externe Zusage bekommen. Kommt noch jemand dazu? Ich freue mich drauf. Ja, also prima. ich habe von 20:45 Uhr bis 21:15 Uhr in Gebäude 5, Wikimedia Community Nigeria. Da kommst du dann 15 Minuten später dazu. Dann komme ich 15 Minuten später dazu, genau. Super, ich freue mich. Und von 10:30 Uhr natürlich bis 23:30 Uhr Celebratory Toast. Das ist sozusagen der offizielle Abschied der Wikimania. Genau, den schauen wir uns dann danach an. Golden Toast, Toastscheibe. Aber nur kurz, Gere, dann bin ich mal gespannt, was denn die Erfahrungen mit Erfurt sind. Mit der Wikicon, eine hybride Veranstaltung, online, ja, offline, was man da mitnehmen kann für die nächste Wikimania. Vielleicht das Jahr. Wenn das funktioniert, ja, da ist halt die technische Abteilung von Wikimedia Deutschland gefordert, würde ich mal sagen. Ja. Ja, kannst du ja einbringen in dem Punkt Zukunft der Wikimania, also wenn wollte es technisch geht. Ich wollte noch jemand fragen, ob sie, wir können ja noch bis Ende der Woche Beiträge für die Wikicon einreichen, und wollte noch jemand aus Rostock fragen, ob sie Interesse hatte, was Bestimmtes vorzutragen, was One Lib, One Ref betrifft. Aber dann habe ich überlegt, wenn ich das mit ihr zusammen mache, ich bin selber in Erfurt live und sie ist in Rostock. Wie soll das dann funktionieren? Bin ich dann auch das iPad vor die Nase und dann ist ihr Gesicht darauf. Und was macht das Publikum? Ja, ein Großleinwand. Und ja. Kann ich mir noch nicht visualisieren, wie sowas funktionieren soll. Na gut, das schauen wir dann mal morgen Abend, was wir noch alles mitnehmen können vom letzten Wikimania-Tag, nicht wahr? Ja, freue mich schon drauf. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.